Hallo Infinity-Freunde, jetzt kurz vor Weihnachten haben vielleicht manche von euch noch keine Weihnachtskarte und deshalb möchte ich euch zeigen, wie man jetzt innerhalb von 10 Minuten schnell eine Weihnachtskarte erstellen kann. Also, fangen wir mal schnell an. Ich erstelle zuerst ein neues Dokument. CMYK und wähle hier Coated Foreground 39 und Seitenbreite 270 mal 135. Damit erstelle ich jetzt eine quadratische Karte, die eine Vorder- und Rückseite hat. Und die soll jetzt am besten ja bei euch zu Hause auf einen DIN A4 Blatt passen. Deswegen 270 mal 135 mm. Das passt schön auf einen DIN A4 von 297 mal 210. Also alles perfekt. Zeige ich aber gleich noch. So, also fangen wir mal an mit dem Design. So, jetzt haben wir hier schon mal unser Dokument. Ich passe es mal auf dem Bildschirm an. 100%. So, jetzt mache ich zuerst mal die Vorder- und Rückseite. So. Benenne das auch schon mal. Vorderseite. Das hier dupliziere ich einfach. Mich nach hinten und sage hier Rückseite. So, und jetzt fange ich mal direkt mal an mit dem Baum. Dafür nehme ich mir hier ein Dreieck. Zoome mal ein bisschen hier rein und ziehe mir jetzt hier erstmal so ein Dreieck auf. Ja, das mache ich hier so ungefähr die Größe. Und verpasse dem jetzt hier die Farbe 69, 63, 41, 34. Enter. Und das auch bitte im CMYK. So, jetzt dupliziere ich dieses Dreieck einmal. So. Und mache jetzt auch erst noch ein bisschen größer. Und jetzt kann ich das direkt noch mit der Funktion Power Duplicate kann ich das jetzt duplizieren. Das mache ich mit Steuerung J auf Windows oder Command und J auf Mac. Klack und nochmal. Klack. Und schon habe ich mein Tannenbaum. So. Passe ich mir mal an den Bildschirm an. Als nächstes erstelle ich mir diese Lametta. So, dafür ziehe ich mir hier so einen Pfad auf. So. Es soll eine Kontur haben. Ist egal welche Farbe. Die Größe machen wir mal auf 3,5. So, okay. Ordnung. Jetzt kopiere ich hier diese Dreiecke und diese Kurve hier. Mache ich eine Gruppe draus und gehe dafür mit Command und G oder Steuerung und G auf Windows. Kopiere das. Mache die Gruppe wieder auf. Wenn ich da reingucken kann, wähle mir die Kurve an. So. Und gehe jetzt hier im Blendmodus auf Radieren. Zack. Fertig. So, um die jetzt zu duplizieren, wähle ich hier einmal an. Drücke wieder Command und J oder Steuerung J auf Windows. Gehe auf Anordnen, Horizontal spiegeln. Und verschiebe das hier. Ich mache das mal ein bisschen größer wieder. Ja, so passt das doch. Kann ich jetzt auch noch ein bisschen hier nach unten ziehen. Bisschen nach oben positionieren. So, damit das hier so eine schöne Ecke gibt. Das dupliziere ich nochmal. Gehe wieder auf
Holst du da Spiegel, ziehe das hier nach unten und das sieht auch schön aus. Und das mache ich jetzt noch einmal. Anordnen, Holzhunter spiegeln, nach unten ziehen. Hier nehmen wir hier wieder so. Und passen uns das jetzt noch so an, wie uns das gefällt. So, das sieht doch wunderbar aus. Zack, zack, zack. Als nächstes kommen noch unsere Weihnachtskugeln. So, dann machen wir uns hier so ein schönes, rundes, ohne Kontur. So. Und es soll die Farbe ist völlig egal, weil wir gehen jetzt wieder hier im Blendmodus auf Radieren. Schieben das jetzt hier in die Gruppe rein. Klack. Und jetzt ist es schon abgezogen von den Dreieck. Ein bisschen größer. Das mal hier hin. Einmal dahin, 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 einmal dahin. Das kann man jetzt natürlich alles noch anpassen, so wie ihr das haben wollt. So, jetzt kann ich diese Gruppe schon mal. Ne, ich mache die noch nicht zu, da fehlt noch der Stern. Ich benenne es aber schon mal Tannenbaum. Dann gehe ich hier zu meinen Formen, sage Stern und ziehe mir hier einen Stern auf. So, positioniere den Stern jetzt hier auch. Und schiebe den hier oben in meine Gruppe rein. Als Farbe nehme ich hier 75, 46, 29 und 13. Ja, so ist das doch schön, passt. Jetzt machen wir uns noch den Stamm unten dahin. So. Noch ein bisschen an. Ziehen jetzt hier auch unten rein in die Gruppe. Geben ihm natürlich auch noch die Farbe hier von dem Baum. Und jetzt können wir die Gruppe schließen. Ja, wunderbar. Können wir jetzt hier unsere Vorderseite und mit dem Tambour mal anwählen und zentrieren das Ganze mal. So. Als nächstes sage ich der Vorderseite, da möchte ich jetzt hier wie so ein, na, ich sag mal, wie so einen kleinen Hügel oder sowas haben. Es soll einfach nicht so gerade alles aussehen, sondern soll eine kleine Biegung da drin haben, dann gehe ich jetzt hier auf Ellipse, ziehe mir jetzt hier diese Ellipse auf, so ein bisschen größer und so, schiebe ein bisschen weiter unten, nach unten. Jetzt sage ich hier in Kurven umwandeln, wähle mir mein Knotenwerkzeug, wähle mir diesen Knotenpunkt hier aus. Öffne den, wähle den an und lösche den. So, perfekt. Jetzt gehe ich zu meinem Zeitenstift, wähle hier diesen Knotenpunkt an, klicke einmal drauf. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich das hier auf der gleichen Achse in der Linie erstellen. Hier noch einmal und da. So, jetzt haben wir da unseren kleinen Hügel. Und der soll sich jetzt nur beziehen auf diese Vorderseite. Also machen wir da eine Schnittmaske draus und nesten das hier in diese Vorderseite. Das ist auch schön ausgerichtet von der Mitte, also passt alles.
Können wir das hier noch ein bisschen verschieben? So. Ah, so passt das doch. Den Baum noch ein bisschen weiter nach oben. Der Stamm noch ein bisschen länger wird. So, wunderbar. So, die Rückseite. Der geben wir jetzt auch die Farbe wie vom Baum und von diesem Hügel. Und jetzt nehmen wir uns diesen Baum, nehmen wir uns die Dreiecke und diesen Stamm, duplizieren den einmal, machen eine Gruppe daraus und schieben den hier unter die Rückseite. So, positionieren den hier auch da schön in der Mitte, machen den ein bisschen kleiner. So. Und geben ihm einfach ein Weiß. So, wunderbar. Jetzt geben wir unserer Weihnachtskarte noch einen Text. Sagen wir Merry Christmas. Positionieren das. Passen uns von der Größe noch ein bisschen an und geben ihm eine andere Schriftart. Ich nehme hier Red Flowers. Jetzt gehe ich unter Zeichen und sage Zeilenabstand auf 48. Kann das jetzt auch noch ein bisschen größer machen, neu positionieren. Und jetzt ziehe ich das hier unten in meinen Hügel und gehe jetzt noch auf Blendmodus radieren. Perfekt. Kann ich das hier schließen? Jetzt kann ich mir hier noch jedes x-beliebige Bild auf meine Arbeitsfläche ziehen. Passe das mal noch ein bisschen von der Größe her an. Und ziehe das Bild jetzt hier unter die Vorderseite und kann das jetzt hier positionieren und kriegt da einen richtig schönen Effekt als Hintergrund und in dem Text. Kann das auch noch mal duplizieren, wenn ich das jetzt in meinem Baum hier auf der Rückseite haben möchte. So. Schalte das mal eben aus. Dafür muss ich diese Gruppe entgruppieren und diese ganzen Formen mit Rechtsklick unter Geometrie zusammenfügen. So. Und kann jetzt das Bild dort reinnesten, wieder sichtbar machen und dann positionieren. Und fertig ist die Weihnachtskarte. Und jetzt möchte ich mich bei allen Zuschauern und Lesern von affinitytutorials.de bedanken und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.